Wir sind eine relativ junge Firma, 2018 gegründet. Und wir haben eine starke Vision, dass wir Sensorik und Aktorik netzwerkfähig machen wollen. Das heißt, den Begriff Internet of Things nehmen wir sehr, sehr wörtlich. Das heißt, jedes Ding hat eine Internetadresse, kann über Internet kommunizieren. Und damit vervollständigen wir letztendlich oder verbreiten wir das Internet of Things. Und was sind die Sachen, die Sie mitgebracht haben, um auf der Messe hier Ihren potenziellen Kunden das zu zeigen? Vielfältig. Einerseits haben wir einen kompletten Aufbau mit dabei, um tatsächlich netzwerkbasiertes IoT zu zeigen, zu erleben, mit allen Randbereichen, also wie stelle ich die Security ein, wie kann ich das managen, wie einfach kann ich dann tatsächlich darüber auf Sensoren zugreifen. Also, dass wir einen kompletten Aufbau mitgebracht haben, das ist auch das, was uns auszeichnet. Wir setzen auf Single-Pair Ethernet, das ist eine neue Ethernet-Technologie und wir sind der erste Anbieter am Markt, der überhaupt ein Produktportfolio hat, was bis zum Sensor reicht und können das hier auch zeigen. Ja, hier an der Wand haben wir unser Starter-Kit Mini aufgebaut, das unser Produkt im Einsatz zeigt. Unser Produkt ist dieser kleine Adapter vor dem eigentlichen Sensor und dieser Adapter nimmt die Analogwerte des Sensors auf, stellt eine Ethernet-Verbindung zur Verfügung, das ist auf dieser Seite und ist im Endeffekt ein kleiner Server, der von jedem beliebigen Computer aus erreicht werden kann. Um das ganz praktisch zu machen, auf diesem Monitor sehen wir einen Webbrowser und der zeigt die Web-Oberfläche an, die von diesem kleinen Server gehostet wird. Und damit haben wir eine durchgängige IP- oder IP-Kommunikation über Netzwerk und damit einen sehr, sehr einfachen Zugriff auf Sensoren und Aktoren von IT-Systemen aus.